Aber sag mal, nee, Moment mal, so einfach ist es nicht. Man bräuchte ja theoretisch dann doch eher zwei Enderperlen. Weil du musst ja, das andere muss ja auch eine Enderkiste sein, oder? Ja, sicher. Sag mal, der Spielmodus wurde auf Überlebensmodus gesetzt. Meinst du, ich sehe das Find nicht ich ja hier? doof, dass du das alles sehen kannst. Ja! Oh nee, du hast jetzt echt gedacht, du kannst mir hier die Creeper anschalten und die fressen mich weg und. Hast du jetzt eigentlich genug Bäume, dass ich das Dach noch Ja, ich fertig weiß kriege? nicht, ich hau hier immer, ich hau hier immer, ich hau hier immer. So, warte mal, jetzt muss ich ja kurz die Setzlinge noch hier wieder verteilen, damit wir in Zukunft auch noch genug Bäume haben. Ach ja. So ist das mit dem Mann. Das Kampfi erklärt uns ganz lustig hier, das Minecraft. Kampi erklärt euch die Welt, wie sie ihm gefällt. Jo. Ja. Der Weltenerklärbär. Hey, Kampi, erklär mir mal, wie geht das denn? Ey, ja, komm, das war wirklich doch so, egal in welchem Spiel wir waren. Kampfi halt musste ständig irgendwie allen Leuten immer was erklären. Dann hatten wir eine Gilde. Irgendwie bei meisten Spielen kann man ja eine Gilde machen. Und dann ging das los, ey. Erzähl mal, und wie geht das und wie geht das? Ich. Oh, frag mal Kampfi. Und Kampfi hat immer ganz geduldig, endlos den Leuten alles erklärt. Hättest Lehrer werden können, so für Erstklässler. Sag mal, ich höre da hinten Erstklässler. unsere Spülmaschine ruft. Spülmaschine. Ja, die ist Na, was durchgelaufen. will man tun, dass man die Frau nach Hause kriegt? Ja, ich komme doch schon. Ich bin auf dem Weg nach Hause. I'm coming home. Ja. Man schaltet einfach mal ein paar Monster ein. Yeah. Oh je. Ja, das ist Fällt mir so vor vom Schreck Hals gleich vom runter. Stuhl. Hals gekommen. Das Da habt ihr hinten. jetzt aber nicht gesehen. Wie Was? sie gerade am Stuhl rotiert ist, weil ich die Monster eingeschaltet Was? habe. Oh, der erzählt echt Grütze. Hier, hast du Guck Holz. mal, jetzt kannst du jetzt mal zeigen. Mach das mal hier unten Hier geht rein. Holz. Heb jetzt das Holz Mach da auf. mal. Ach. Heb jetzt erst das Holz auf. Ich zeig euch das. Guckt mal. Gebt mal mit. Hey, Kamera, los. Also, Ja. ich mach das hier rein in die Kiste. So. Zoom. So, ich mach das hier rein. Du kannst jetzt da reingucken als Beweis, da ist Moment, ich jetzt das könnte auch Holz reingucken. drin. So, Da ist ne? überhaupt nichts drin. Ist da für dich nichts drin? Nein, die ist leer. Ich Cool. tue jetzt auch mal was rein. Wartet mal, ich tue da jetzt mal rein zwei Eier. So. Ja, Ach, dann nee, sind die also. sogar noch spielerunabhängig. Das ist ja lustig. Machen wir wieder zu, ob ich die Eier sehen kann. Nee, die Eier sehe ich nicht, nur mein Holz. Also okay, ich habe jetzt hier 64 Eichenholz reingepackt. So, deine Eier auch. Jetzt gehst du mit hoch. Weil oben warst du jetzt ja noch nicht. Jetzt müssten theoretisch deine Eier. Hey, hast du deine Eier einfach in die Ich Kiste sag da jetzt gelegt? nichts zu. Deine Eier oder so. Also jedenfalls hier, meine 64 Hölzer sind hier drin. Und Kann ich jetzt hier rausnehmen. ich kann meine zwei Eier da wieder Ja, rausholen. so funktioniert das. Du hast aber jetzt nicht meine Eichenhölzer da reingetan. Nee, ich habe die wieder rausgenommen. Ja, das ist gut. Oh. Ich muss die Aber ja. ich kenne dich. Du machst die Kiste nämlich wieder kaputt. Ja, sicher mache ich sie später wieder kaputt. Das ist ja Oh. gecheatet. Das ist kein Cheater, nein. Hier fehlt eine Scheibe. Ich weiß, wir haben aber nicht mehr Sand. Und da fehlt auch noch eine. Oh, nee, na. Kann ich alles auf einmal schaffen? Jetzt brauche ich Sand für Scheiben, oder Nee, wie? wir machen jetzt das Dach und dann kannst du mal helfen und dann machen wir hier, nämlich ist schon 9 Uhr und dann Ich krieg doch ein Dings gehen am die kleinen Dach. Kinder ins Bett. Schnuckelchen, Was? ich krieg ein Glasdach. Eine Glaskuppel obendrauf. Das ist ja noch nicht der letzte Stock, oder? Warst du ein Schloss oder warst du ein Bungalow? Okay. Aber dann musst du die Türme auch noch höher Ich könnte machen. natürlich jetzt über das Kreuz Glas machen. Ich meine, wenn das der letzte Stock sein soll. Das ist so das Holzkreuz und dann fange ich da irgendwie an, so ein Glastürmchen drauf zu bauen. Warte, ich komm mal Aber da gucken. ist die Frage, ob man da nicht vielleicht besser helles Holz nimmt. Naja, weiß ich nicht. Wieso?
Weiß ich nicht, da ein bisschen Variation drin ist und nicht alles so gleich aussieht. Ja, ich habe noch Tropenholz. Das ist ziemlich dunkel. Ja, du wolltest jetzt also hier nochmal. Ja, hier kommen ja nachher die Treppenaufgänge hin, weil links und rechts kommt ja, geht ja eine Treppe hoch. Und so. Und die führen dann ja auf einen Flur. Ja. Und dann gibt es da extra Zimmer. Oder? Ja, ne? Ja, ich denke schon, dass man da so Räume draus machen sollte. Ja, mit einem Bett und einem Tisch und einem Stuhl. Und im Flur. Ja, ein Flur, davon gehen die Räume ab. Also mir So. geht's nein. Nein, nein, das sage ich jetzt nicht. Weiter, weiter, weiter nun. Also das heißt, wir brauchen schon wieder ganz viel Sand. Wir brauchen so viel Salz, aber ich glaube, den Sand, den werden wir dann mal so nebenbei uns heimlich versammeln. Das haben wir schon ganz oft vorgehabt. Oh, hier sind, ich habe noch zwei Sandsteine, ist das lustig. Und hier fehlen noch genau zwei Dinger. Jetzt hast du ja schon mal was zum Raushauen, das kannst du dann rendern und dann können wir zum Beispiel morgen nach der Arbeit oder so nochmal weitermachen. Autsch. Oh. Und ich guck mal, was mir aus dem Material, das ich jetzt hier, aber ich habe ja nicht von Anfang an aufgenommen, sondern irgendwann, ich weiß gar nicht wann, ob wir da vielleicht so ein paar farbige Schnipsel bei der Frau da irgendwie rein Wie soll ich basteln jetzt plötzlich können. 17 Sandsteine? Ich krieg ein Grütze hier, oder? So wie die Frau dann gerade irgendwo ist und ich dann irgendwie so im kleinen Schirmchen vielleicht irgendwo anders bin. Oder dass man dann so einen Split draus macht oder irgendwas. So Ja, vielleicht so einen diagonalen Split oder so. zwischendrin So. mal. Mal gucken, was wir da irgendwie hingebastelt kriegen. Ja. Das ist doch dann auch mal ganz lustig. Du kannst dann ja nebenbei erklären, was du da tust. Dann machst du ein Let's Erklär. Wie bei der Statue. Meinst du da nochmal drauf quatschen oder was? Ich habe schon Nein, gequatscht. während du das renderst, also einstellst, so dass es halbe zu sehen ist und so, kannst du doch das Programm erklären. Naja, das kann ich erst erklären, wenn ich weiß, wie es funktioniert. Ja, das geht ja bei dir immer ganz schnell. Das geht ganz schnell, mein kleiner Schatz. Mua. So, dann machen wir erstmal für jetzt Päuschen. Ja, jetzt machen wir ein Päuschen. Genau. Warte, aber bevor wir ein Päuschen machen, mache ich jetzt mal eine ganz. Ach, sind die Steine hier fertig im Übrigen? Ja. Wo sind denn jetzt meine ganzer Lehm geblieben? Lehm. Ich habe die ganze Truhe voll Lehm gehauen. Und dann habe ich wieder rausgenommen. Nein, wo hast du den denn In hingetan? die große Kiste. Aber warum denn? Warum? Das war meine Lehmtruhe. Ja, die kommen ja eh woanders hin. Die können ja nicht mitten im Raum Ja, stehen. die sollten jetzt aber hier rein. So. Oh, der Mann, der macht mich fertig hier. Ja, eine Vorratskammer kommt jetzt nicht hier rein. So, ich mache jetzt den da rein. Ja, komm, nicht die Hälfte hier. So, da mache ich einen so rein und einen so ein und dann. Ich mache jetzt noch ein paar Lehmknödel. Rutsch mal. Husch. So. Aber 6 Kohle dürften auch nicht reichen, ne? So, jetzt habe ich schon. Mach mal bitte noch ein bisschen Kohle Jetzt hier habe ich schon rein. mal 64 und einmal 48 Ziegel. Die reichen. Und wenn Aber. wir genug Ziegel haben, dann können wir das untere Teil nochmal mit Ziegeln machen. Weil ja eigentlich wollten wir das ja mit Ziegeln. Ach nee, so nach dem Bauplan, glaube ich, oder das unterste in Koppel und das oben drüber in Ziegel. Und die ganze Front, die war in Ziegel. Aber da muss man mal sehen, Das kriegen wir nicht hin. wie das aussieht. Wie kriegen wir nicht hin? Warum kann ich die Kohle nicht stapeln? Ich krieg die 5 Kohle nicht auf die 8 Kohle. Was ist denn das für Mist? Ich kann die Kohle nicht stapeln. Wie kannst du die Kohle nicht stapeln? Ich wollte gerne, dass hier mehr Kohle drin ist. Und dann, guck mal, es gibt 8 und 5. Ja. Und die 5 kann ich nicht auf die 8 tun. Es Es ist bleibt klar, das immer 8. eine ist Kohle, das andere ist Holzkohle. Das macht einen Unterschied. Das eine hast du dir durch Bäume geholt und das andere hast du durch Steine Ist bekommen. das neu? Nee, mit paar Woll gewaschen. Nee, Ach, jetzt ist ja nicht immer so ein das gibt's schon Käsemensch. immer. Meine Güte. Ehrlich? Ja.
Nein, das gibt's nicht immer. Es gab Doch. immer nur Kohle. Nein, es gibt schon immer Holzkohle. Ganz am Anfang, wenn du noch keine Kohle hast, kannst du dir aus den Holzstämmen Kohle machen. Ja. Ja, können alle wahrscheinlich, nur ich nicht, aber egal. Tse. So was. Da guck mal, schon mal ein bisschen umgebaut. Was meinst du? Moment, ich muss erstmal hier ein bisschen ausräumen. So, die beiden Smaragde können ja auch da rein, sonst kriege ich doch noch was so endermäßig über die Birne gezogen. Und dann stehe ich wieder in der Gegend rum und dann ist alles weg. Auch die schönen Smaragde, die ich nämlich behalten habe. Die gecheateten Button. Oh. How nice. Ich bin voll, ich muss erst mal was Aber wegtun. unten das Grundsims sollte ja aus Feldstein bleiben. Aber nicht an der Tür. Ich habe Nee, die ne? Zeichnung nicht da, aber die Tür, also das Wieso? Die liegt doch Tor, hier. Tür, Tor, Tor, Hier ist die Zeichnung. die war komplett. Eine Reihe. Ach ja, stimmt. Vorne beim Tor war alles komplett. Jo. Ja, zwei schöne Stockwerke und oben eine riesen Glaskuppel. Ja. Naja, wir können von mir aus auch noch ein drittes, dann müssen wir halt die Türme nur noch ein bisschen höher machen. So, so. Aber sonst sieht alles schon so ziemlich so aus. So. Nur, dass die Fenster noch schöner sind, die da jetzt drin sind. Nicht so einfallslos. Jo, nö, wirklich, also ja. Wenn du was gut gemacht hast, muss man das auch schon mal erwähnen, ne? Ja, war jetzt meine Rache, weil du mir vorhin auf den Kopf gehauen hast. Und unsere Spülmaschine Hey, du weiß ich hast mir immer mit noch der was nicht. Spitzhacke auf den Kopf gehauen. Das war ja nur, weil ich den Leuten erklären wollte, wie man sich einen Mann einfängt, um zu heiraten. Ja, Tja. das macht man ganz einfach. Keule auf den Kopf. Und Aua, an die bin ich lange ein Mann? Haare die Frau in die Höhle Bin gezogen. ich ein Mann oder was hier? Wir können ja auch, hör doch mal auf, du Blödmann. Hast du schon mal probiert, wie das aussieht, wenn man da Sandstein? Weil, ach so, das da geht jetzt nicht weg, Was? oder? Na, das, was noch Koppelstein ist, diese Doch, aber ich habe noch keine Treppchen. Treppchen, weil ich habe ja nicht so viele Steine. Ja, ich habe jetzt nur gerade die Idee, dass das vielleicht mit Sandstein auch sehr gut aussehen würde. Die Treppchen. Ja, dann kann Nee, nicht die man. Treppchen, das Ganze. So. Wenn man das jetzt abhaut, wird es dann wieder Koppelstein? Also Cobblestone oder bleibt das dann so? Das bleibt so. Ja, ich habe mich jetzt nicht getraut. Ja, warte mal. Ja, ist jetzt nur eine Idee gewesen, nur so ein Gedanke. Naja. Weil ja, ich finde, der Sandstein ist einfach so hübsch. Und wenn wir ums Tor rum so Sandstein machen? Nee, das ist zu viel. Das ist ja nicht im Süd, das ist ja nicht in Sandburg. Das ist ja. Nee, 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 nee. Da hat der Baumeister was dagegen. Das sieht überhaupt ja nicht. Das ist ja Kacke. Bin hier am Saubermachen, renn immer hinter. Kann jetzt sein, dass ich einen Stein vor den Kopf gekriegt habe hier. Ja, im Brett war es Ich nicht. kann wieder nichts mehr aufheben. Wenn, dann war es ein Stein. Ich bin irgendwie wieder total verlagt. Ich Ich kann bist nichts ja mehr aufheben. voll. Nee. Ich kann das auch Nein, ich bin nicht voll. gerade nicht ab. Siehst du, ich habe ja vorhin Ja. gesagt, vor 5 Minuten, wir machen mal eine Pause. Richtig. Dann machen wir jetzt eine Pause. Denkt an unseren Kampfi, der morgen arbeiten ist. Und ich werde morgen auch ein bisschen arbeiten, aber bei mir ist nicht so schlimm. Jo. Tja. Ich werde es dann morgen rendern nach der Jo, Arbeit. dann sagen wir mal ciao, ciao. Goodbye. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Jo, tschüss.